Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Wie sind Sie in diesem Schuppen gelandet? Wir haben uns während des Angriffs versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Manuel? Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Nicht wirklich. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Mhm. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Schön für ihn. Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Meine Stimme muss gehört werden. Grundgütiger, was haben Sie getan? Das war ein wenig extrem, Commander. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. Doch. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Unüberlegtes getan hätte. Oder etwas Gefährliches. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Dann erzähl mal was über den Angriff, Dr. Chakwas 2. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Gate das Camp gestürmt hatten. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, einfach bis mal so. Sie kamen. Ja. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Nein, tut mir leid. Wir haben den Schuppen seit dem Angriff nicht verlassen. Und ein Sender? Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Ja, und deswegen gehe ich auch wieder weiter. Mach's gut. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Viel Glück, Commander. Aber erstmal noch looten. Nix, schade. Weiter geht's. Saren! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Gate hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Schlauchboy, was hast du nur getan? Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Nice. Tschüssi. Was haben wir denn hier? Oh, jede Menge Gegner. Thank you.
da. Ich krieg schon mal die Waffe. Und so nicht. Sehr schön. Ist zwar nicht ganz so rund gelaufen, aber läuft. Da drüben haben wir Loot. Loot ist gut. Noch mehr Rüstung. Oh. Irgendwer ballert hier rum. Warum? Da ist doch niemand. Doch, da lag jemand. Öffnet die Tür. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Servus. Keiner rührt sich, solange wir nicht wissen, wer Sie sind. Ganz toll, Cole. Ich sagte doch, wir sollten in unserem Versteck bleiben. Schon in Ordnung. Wir stehen auf der gleichen Seite. Wir sind nur ein paar Farmer. Mhm. Als das Schiff auftauchte, haben wir uns versteckt. Könnt ihr denn über den Angriff sagen? Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Ich denke nicht. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Und das Schiff? Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl ihn von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Lobotomie ist was Schönes. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Was für Sachen? Wenn es da noch was gibt, das sie uns nicht gesagt haben. Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Gieriger Bastard. Sie sind gar nicht um ihr Leben gelaufen. Sie wollten nur nach ihrer Schmuggelware sehen. Nein, so war es nicht. Ich wusste nur, dass hier ein paar Pakete waren. Irgendwas, das wir brauchen könnten. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Und da sehen wir es auch schon. Wir können hier jetzt die erste Renegade-Entscheidung treffen. Das da oben wäre jetzt blau, wäre ich relativ gutherzig vorgegangen. Aber wir sind hier der Bad Guy. Ich werde das nur einmal fragen. Also überlegen Sie es sich gut, ob Sie mich nochmal belügen möchten. Sind Sie sicher, dass Sie nur eine lausige Pistole haben? Warten Sie. Es fällt mir gerade ein. Er war in meiner Tasche. Sie können ihn gern haben. Das war alles, wirklich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Wären Sie lieber ein Verräter oder eine Leiche? Paul. Er heißt Paul. Gibt's keine Ganoven-Ehre mehr? Nein. Mehr weiß ich nicht. Wirklich nicht. Könnten wir dann ab jetzt bitte nett zueinander sein? Ich muss gehen. Nein. Viel Glück. Sehr schön. Die Frage nach der Ganoven-Ehre war auch schon ein bisschen überflüssig, oder? Erst nötigt sie ihn, dass er den Namen nennen soll und dann ist er gleich mal wieder... Oh, so macht man's nicht. So.
Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. War eh nicht so wichtig. Aber jetzt haben wir so viel gefunden. Jetzt gehen wir doch mal ins Menü. Ja, geh weg. Eine neue Schrotflinte. Hurricane. Skimitar 115, 128. Zack. Neue Waffe. Das ist auch schön. Die Granate. Nix. Aber hier weniger Schaden dafür, mehr Schilde. Also weniger Schadensschutz, aber mehr Schilde. So, er kriegt auch was. Das hier. Hab ich hier schon was? Nein. Jetzt gehen wir hier nochmal alles durch. Du kriegst einen Hurricane. Striker. Hallo Ashley. Du kriegst das gute Stück. Das gute Stück. Und das war's. So. Dann machen wir das alles klein. Ich überlege gerade, da das ganze Ausrüsten und sowas relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, vor allem wenn man dann halt noch ein bisschen einkaufen geht und was weiß ich nicht alles noch zusätzlich macht. Meine Frage an euch, soll ich das dann nebenbei machen oder immer erst am Ende einer Session oder am Anfang einer Session und sonst erstmal nicht, oder kann ich das auch ruhig offline machen, dann haben wir da... Was ist hier los? Ach du Kacke! Sehr schön. Das war ein bisschen voreilig, aber okay. Zumindest ein Gegner weniger. Es ist Nihlus. Wie sieht's aus? Medis brauche ich noch. Tempfeuer ist ein Upgrade Kit. Nehmen wir alles mit. Oh, oh, oh. Es ist heiß. Versteckt sich der Nichts. Da bewegt sich was hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Mhm. Ich bin einer von ihnen! Ich bin ein Mensch! Mir gefällt, wie sie sich während des Kampfes hinter diesen Kisten versteckt haben. Hat uns wirklich geholfen. Vielen Dank. Ich? Hey, ich bin doch nur ein Lagerarbeiter. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Und der andere? Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Ein Glück, dass du diese Informationen dabei hattest. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Aha, aber Cole erwähnte dich. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks. Für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler. Na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Nein. Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Geth einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten.
Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Geben Sie uns diese Granaten sofort. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Achte meine Autorität. Es sind hier zu viele Menschen gestorben, als dass Sie jetzt versuchen sollten, mich zum Narren zu halten. Okay. Da war noch was anderes. Könnte ein Vermögen wert sein. Experimentaltechnologie. Hypermodern. Nehmen Sie sie. Ich brauche sie nicht. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand verletzt wird. Tut mir leid. Danke, beehren Sie uns bald wieder. Der erzählt uns auch nichts Neues dazu. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Sprengstoff! So. Und hier liegt der Expector. Zeigt er mit dem Mittelfinger? Der zeigt uns seinen Mittelfinger. Auch noch im Tod ist er wieder borstig. Eieieiei. Denn hier lang? Eieieiei. Ich bin gerade echt hart am Versagen. Was ist denn hier das da? Warum schießt er denn nicht mehr? Weil ich tot bin. Sehr schön. Oder auch nicht. Ah, Mann. Ich hab's ja am Anfang gesagt. Ich sterbe auch auf normal oft genug. So, dann machen wir das jetzt richtig. Hier geht er mal hin. Macht mal so ein bisschen Deckung weg. Schon. Sehr schön. Oh Gott, ist das schwer. Hör auf. Verdammt. Gut, dann nehmen wir jetzt. Was nehmen wir denn? Sprint. Deckung! Scheiß! Geh mal vor. Gerade ein bisschen zu anstrengend hier.
verdauen. So, bevor ich dann weitergehe, verabschiede ich mich jetzt erstmal vorab wieder. Mach nochmal eine kleine Test-Session, ob das alles soweit okay ist. Ja, Test-Session nicht wirklich, falsches Wort, ich kann auch nicht mehr richtig reden. Und guck, wie das mit dem Schnitt alles nochmal hinhaut und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Tschaußen!